Besonderes los war am Nordpol, dann langweilte sich Lars, der kleine Eisbär. Und wenn seine Mama nicht mal aufwachte, wenn er auf ihr herumkletterte, dann lief Lars einfach weg und ging auf Entdeckungsreise. Bald machte Lars seine erste Entdeckung. In dem Eisloch sah er einen anderen kleinen Eisbären. Der lachte, wenn Lars lachte. Aber bevor sie sich anfreunden konnten, vertrieb ihn der freche Fisch. Dann rannte Lars doch lieber weiter. Plötzlich entdeckte er geheimnisvolle Spuren im Schnee. Wo führen die hin? Dachte er sich. Lars, der Fährtensucher, war bald auf der Spur der Schneegans, die mit dem Kopf in den Federn von kleinen Schneegänsen träumte. Hoppla! Die Gans hatte ein großes weißes Ei zurückgelassen. Lars beschnupperte es und dann gab er ihm einen so mächtigen Schubs, dass es sich dreimal überschlug. Lars nahm das Ei in den Arm und trug es nach Hause. Das ist das Ei einer Schneegans, sagte Mama Eisbär zu Lars. Es war falsch von dir, es einfach mitzunehmen. Bring es schnell zurück. Es muss gewärmt werden. Dann kann die kleine Schneegans ausschlüpfen. Lars beeilte sich sehr, das Ei wieder zurückzubringen, denn er wollte nicht, dass der kleinen Schneegans etwas zustieß. Vorsichtig, ganz vorsichtig, rief ihm seine Mutter hinterher. Lars brachte das Ei wieder an die Stelle, wo er es gefunden hatte. Doch so sehr Lars auch schaute, er sah keine Schneegans, weit und breit. Aber hatte seine Mutter nicht gesagt, es muss gewärmt werden? Hallo Lars, rief Lena Schneehase. Wir spielen Fang. Fang mich doch, fang mich doch, rief sie, aber Lars blieb ruhig sitzen. Was ist denn los mit dir? Bist du angewachsen? Nein, aber ich muss dieses Ei warm halten. Aha, seit wann kriegen Eisbären Eier? Ich muss das Ei ausbrüten, weil ich der Schneegansmama einen Schreck eingejagt habe und sie dann weggerannt ist. Ach was, du bist ein Spinner, ein Spielverderber bist du, hörte er noch von Lena und dann war sie auch schon weg. Lars brütete und brütete und er war schon ganz müde, als er plötzlich etwas spürte. Unbemerkt von Lars war Mutter Schneegans wieder in der Nähe. Und sie wusste, jetzt kam der spannende Augenblick. Pieps, pieps, machte die kleine Schneegans. Und Lars fand sie sofort nett. Hallo, Pieps, ich bin Lars. Pieps und Lars schlossen Freundschaft auf der Stelle. Der erste Spaziergang war unbeschreiblich schön. Aber plötzlich hörte Pieps die Stimme seiner Mutter. Komm zu mir, mein Kleines. Pieps, Pieps, Pieps. Da war Pieps nicht mehr zu halten. Die Schneegansmama küsste und drückte ihr kleines Küken, wie nur eine Mama das kann. Und als Lars das sah, dachte er an seine Mama und rannte los. Pieps, rief das kleine Schneegänschen und wer genau hinhörte, konnte schon merken, dass es Tschüss meinte.